Mahlzeit und moin moin, Piloten und Dogfight-Fans. In dieser Episode bin ich in einer frühen A6M unterwegs. Wir steigen mittendrin ein an dem Punkt, den ich hauptsächlich zeigen will. Ich habe eine I-180 gesehen, die in die Richtung des eigenen Flugfeldes fliegt. Als ich näher rankam, habe ich auch gesehen, dass ihm ein Stück Flügel fehlte. Also dachte ich mir, dass ich ihn zu seinem Flugfeld eskortiere, um anschließend einen fairen Kampf mit ihm zu haben. Ich habe das auch so im Chat vermittelt, aber einer meiner Teammates wollte sich unbedingt den Kill schnappen und folgt ebenfalls. Also entweder liest er den Chat nicht, hat ihn deaktiviert oder ist es ihm egal. Kann auch sein, dass er ursprünglich den Flügel gestutzt hat, aber dann hätte er sich den Abschuss früher sichern sollen. Ich hatte zwar noch die Hoffnung, dass er abdreht, aber als er näher kommt, fängt er auf über einen Kilometer an zu schießen, streift mich sogar dabei. Also bei so einem Verhalten wollte ich ihm dann nicht den Kill überlassen und habe ihn mir einfach selbst geschnappt, damit sich die 109 noch mehr ärgern, jetzt so weit geflogen zu sein, ohne was dafür zu bekommen. Ich finde solche Momente eigentlich ganz schön und ist auch manchmal eine gute Möglichkeit, Fairplay zu zeigen, was der Messerschmidt wohl nicht so zusagt. Ich habe lieber einen schönen, fairen Kampf als kostenlose Abschüsse und wer versucht, eine kaputte Maschine noch zu landen, hat bei mir eh Pluspunkte. Sei es jetzt nun auf dem Airfield oder als Außenlandung. In der Regel schieße ich da dann nicht mehr, aber deine Teammates stürzen sich wie die letzten Alpha-Kevins auf den notlandenden Gegner und geben dabei ihre Höhe auf, verschwenden Unmengen an Munition und etliche stürzen sich bei so einem Versuch auch noch in den Boden. Das ist einfach blöd. Wenn man sieht, dass ein Gegner eh runtergeht, stark beschädigt ist oder einfach null Energie hat, dann konzentriert man sich doch erstmal auf die Gegner, die noch wirklich gefährlich sein können, also die auf der Höhe sind, die Energie haben, bevor ich mich halt auf die Jagd nach Sitting Ducks mache. Also Gegner, die sich nicht mehr wirklich wehren können. Aber hier im Spiel hat sich leider bei vielen eine Mentalität etabliert, die ich absolut scheiße finde. So wie die Lemminge oder Möwen, meins, meins, meins. Genauso wie Leute, die sich in einen Head-On stürzen, ihre ganze Höhe dabei aufgeben, statt sich über den Gegner zu positionieren und die eigene Energie und Vorteile zu nutzen. Aber egal, das ist ein Rant, den ich mal in einem Talk-Video vom Stapel lassen kann, da kommen noch ganz andere Situationen zur Sprache. Zurück zum Kampf. Nach diesem unrühmlichen ersten Abschuss, für den ich mich immer noch schlecht fühle, visiere ich die rote Wolke in der Mitte des Schlachtfeldes an, die da tief über dem Boden schwebt. Bei dem BF-109-Piloten von eben seht ihr jetzt auch, was ich eben meinte als Beispiel. Der geht in den Sinkflug, um möglichst schnell bei den Gegnern zu sein, und der hat nur pures Glück, dass er das erstmal überlebt. Mir kommt eine I-301 entgegen, der ich erstmal mit einer S-Kurve ausweiche. Eigentlich wäre ich hier weiter geradeaus geflogen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die I-301 versucht, mir hinterher zu drehen. Also drehe ich doch erst auf diesen Gegner ein, bin nach einer hochgezogenen, sehr weiten Rollenkurve in Schussposition. Eine andere Zero gibt hier auch ein paar Schüsse ab, aber ohne großen Schaden, und meine Salve zerlegt den dann komplett. Dann konzentriere ich mich wieder auf die Wolke, wovon schon eine Jagd 9M zu mir hochklettern will. Das Head-On nehme ich natürlich nicht an und ziehe hoch, mit dem Blick auf den Gegner, um seinen eventuellen Schüssen auszuweichen. Ohne Energie klappt er dann runter und ich bin nach einem Abschwung in Schussposition. Ich treffe hier nicht so hundertprozentig, weil die Jagd ein wenig rumzappelt und sich noch nicht eingestehen will, dass er eigentlich schon tot ist. Aber um nicht zu überschießen, fliege ich ja in High-Jojo mit einer Rolle kombiniert, also quasi eine Jojo-Rolle oder ein Jojo-Loop, wie man es auch nennen mag. Jedenfalls verhindere ich so das Überschießen und bleibe hinter ihm und kann in aller Ruhe die Jack abschießen. Da ich nur noch die 7mm MGs habe, muss ich halt ein paar Kugeln mehr verschießen, bevor er endgültig kaputt ist. Die andere Zero hat derzeit die I-180 beschäftigt, die aber jetzt auf mich eindreht. Nach dem Hochziehen mache ich also einen Abschwung, um den Schüssen auszuweichen und direkt in einen Turn in seine Richtung überzugehen. Lustigerweise versucht der Gegner jetzt mit meiner Zero mitzudrehen, was natürlich unmöglich ist, und kassiert etliche Schüsse, auch wenn das hier im Replay danach aussieht, als wäre ich blind auf allen fünf Augen, aber ist dem Replay geschuldet, da die Schüsse häufig etwas versetzt anzeigen. Aber dass ich treffe, seht ihr dann daran, dass er jetzt ebenfalls von mir zurück zum Hangar geschickt wird. Ja, und damit begebe ich mich auch zurück zum Hangar und bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und wir treffen uns in der Luft.